Doch kann ich dir wenigstens. Wird einfach in der Kurdistane. Geh doch und lass dich wieder in die Luft jagen, aber ohne mich. Hallo! So steht er doch nie auf. Shirin, Vorsicht, mein Bein. Was willst du eigentlich? Wir dürfen noch ein Jahr hier bleiben. Und dann noch ein Jahr. Dann noch ein beschissenes Jahr. Ich will endlich nach Hause. Du hast ihn hergerufen, oder? Nur weil er euch hergeschickt nicht, dass er euch jetzt mitnehmen kann. Im Irak herrscht kein Kriegszustand mehr. Der Rückführung steht somit nichts mehr im Weg. Shirin will aber nicht mehr zurück. Selbst wenn sie eine Inobhutnahme beantragen würden, hätten sie vor Gericht keine Chance. Er hat uns nicht nach Deutschland geschickt, damit wir Deutsche werden, sondern damit wir gesund werden. Und was ist mit Shirin? Ich trage die Verantwortung und ich lasse das nicht zu. Hörst du? Du bist nicht unsere Mutter.